Gut. Was mich wundert, dass kein Hype Train aufgetaucht ist. Normalerweise müsste er jetzt aufgetaucht sein. Auf jeden Fall. Genau, sie war am Essen, ne? Ja. Weiß nicht, die Kleine musste, glaube ich, erst am Montag zur Schule, ne? Die muss erst am Montag zur Schule, okay. Die Kleine kann jetzt noch aufessen. Sobald sie aufgegessen hat, geht sie ins Bett. Schlafen. Und Mama, die kann eigentlich wach bleiben, weil die hat, glaube ich, gleich ihr Casting. Aber sie geht vorher nochmal auf den Pott. So, und da gucke ich nochmal nach. Jo, heute ist Samstag um 12 Uhr ist der Auftritt und sie hat nichts gemacht. Ja, außer Charisma-Fähigkeit, aber Fitness-Fähigkeit. Das kriegen wir im Leben ja nicht mehr hin. Weil die muss eine halbe Stunde ja schon los. Nee, um 12. Das kriegen wir noch hin. Okay, Mädel. Denn willst du noch schnell trainieren? Joggen gehen? Und was macht er hier? Er pennt. Gut soll er pennen. Er hat frei heute. Die Kleine pennt ja auch. Ja, das mit dem Romantik muss... Den Kommand muss ich echt mal da rausschreiben. Den gibt's nicht mehr. Also der funktioniert nicht. Er ist zwar noch da, aber es kommt kein Ton mehr. Was? Hallo Stella, wir brauchen einen berühmten Partner, um im Rahmen einer zielgerichteten Werbekampagne den Kabelkanal TV-Dinner zu promoten. Schließ in den nächsten 24 Stunden eine der folgenden Optionen ab. Verwende die Videostation, um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen. Unsere Werbeagentur wird dich in einige Kochszenen einbauen und dir für die Nutzung deines Bildes bezahlen. Okay, das kriegen wir hin. Sie ist joggen. Die Kleine pennt, er pennt auch. Wunderbar. Okay, Marie, aber schön, dass du da warst. Dann wünsche ich dir zusammen mit deiner Frau noch einen schönen Abend. Genieß den Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh, dann wirft Marie auch noch 4 Rubine hinzu. Warum auch nicht? Glückwunsch, Pikachu. Gut, das mit dem Videomaterial machen wir gleich. Das Problem ist, wieso muss sie schon wieder pinkeln? Vor allem, wo ist sie hingejoggt? Das ist eine gute Frage, wo sie ist, ne? Ich weiß nicht, wo sie gerade rumläuft. Aber das ist nicht gut. Gerade erst begonnen und das reicht anscheinend nicht, wie es aussieht. Das ist auch nicht gut. Auf jeden Fall muss sie 75% erledigt. Oh je. Okay, sie muss ganz schnell duschen. Ganz schnell duschen. Zu Hause ist sie zum Glück wieder. Dann gehst du noch schnell ein Video hochladen. Videostand, ich habe glaube ich noch eins. Ja. Video löschen, Video bearbeiten, Video hochladen. So. Aber erstmal gehst du duschen, Mädel. Jetzt aber hurtig, hurtig, wir müssen gleich los. Wo bist du? Da kommt sie. Ja komm, Beeilung. Du willst doch nicht so dreckig zum Schauspielkunst gehen. Komm, ich bitte dich, schnell unter die Dusche. Sie muss in 30 Minuten los. Oh, sie müffelt ja und so will sie zum Z gehen. Keine gute Idee. 4 DD, Mark. Oh. Entschuldigung, mir sagt aber auch keiner was, ne? Okay, ja, habe ich vergessen. Kann ja mal vorkommen. Ich wollte nichts sagen. Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Hast du doch? Ja, wo du es geschrieben hast, willst du nicht mal wieder umstellen. Da habe ich es ja gesehen, aber ich glaube, das läuft ja jetzt schon 5 Minuten so. Das Video wurde hochgeladen und du wirst täglich pro Aufruf bezahlt. Na, da wünsche ich mir mal viele Aufrufe. Ah, zumindest konnte sie noch duschen. So. Mitmachen. Ab zum Auftritt. Mal googeln, wie das diesmal wird. Vielleicht klappt es ja diesmal. Schnapp dir eine Gitarre, eine Geige oder ein Klavier. Ja, okay. Auftritt abschließen. Frisieren. Okay, kennen wir schon. Erstmal frisieren. So, frisieren.
Auftritt gestylt werden. Schauspielen üben, das müssen, machen wir dann gleich danach, das müssen wir hier machen. Und jemanden am Set tratschen, das können wir denn hier machen, ne? Kennenlernen von Herzen. Wo haben wir denn tratschen? Weicheln, mehr Auswahl. Tratschen. Gut. Oh ja, ihr geht zwar jetzt nicht gerade allzu gut, aber zumindest ist sie einigermaßen sauber. Und bin ich mal gespannt, was da jetzt für eine Frisur rauskommt. Naja, es kann ja mal vorkommen. Die paar Minuten. Na, dann bin ich mal gespannt, weil die hat ja irgendwie immer die merkwürdigsten Frisuren bei dem Auftritt. Ja, vor allem immer mitten ins Gesicht. Aber irgendwie kommt auch nicht wirklich Geld rüber, ne? Warum auch immer. Irgendwie dümpelt mein Geld immer so zwischen 4 und 3.000 rum. Es wird nicht wirklich mehr. Was ganz, ganz komisch ist. Ja, ja, mit Brille, genau. Naja. Hübsch ist die Frisur nicht. Aber gut, gut. Gut, sie macht Schaumspielen üben, danach macht sie Tratschen schon wieder weg. Mehr Auswahl, freundlich. Wo ist denn hier schon wieder Tratschen? Tratschen. Ich hoffe, das zählt gleich und danach machen wir Kostüm anziehen. Das sieht aus. Ja, komm. Gut, das hat gezählt. Dann wirst du jetzt hoffentlich ein bisschen tratschen. Also, die Frisur gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Sie sieht aus wie so eine Sekretärin. Gut, hat auch gezählt. Dann habt ihr fertig getratscht. Dann zieh bitte dein Kostüm an. Speisen essen. Wo haben wir denn die Speisen? Die Speisen, die sind hier immer irgendwo, ne? Was gibt's denn hier Schönes? Ein Gericht nehmen. So. Na, was gibt's denn für ein schönes Kostüm? Danke, Aisha, fürs WB. Oh Gott! Okay, jetzt spielen wir das Kanickel oder was? Wir werden Hasenfutter. Wie soll ich in dem Kostüm denn essen? Ah, okay, ich bin da mal, wenn das mal gut geht. Aber jetzt muss sie erstmal essen. Okay, das Kostüm ist mal was Neues. Das ist echt mal was Neues. Ich frage mich bloß, wie man damit essen soll. Unter die Maske schieben oder was? Na, die schiebt das hier einfach durch den Kostümmund. Okay, essen tut sie. Notizen vom Regisseur erhalten. Okay, das kriegen wir hin. Regisseur ist das hier, ne? Notizen vom Regisseur erhalten. Genau. Gegessen hat sie ja. Und nimmt das Essen sogar mit. Warum auch nicht? Und danach kommt der eigentliche Auftritt. Wo habe ich auf meinen Account jetzt ab? Na, da musst du dich bei Aisha bedanken. Aisha hat vorhin einen Sub rübergeschickt. Bevor ich jetzt was Falsches sage, ich glaube, das war Aisha. Aisha. Ich glaube ja, ne? Nein, oder? Wieso steht das nicht mehr in meiner Liste? Aber ich meine, das war Aisha. Wo ist sie denn jetzt hingerannt? Willst du sagen, dass du bereit bist? Auswahl, Notizen vom Regisseur, die haben wir doch erhalten, oder? Ja. Ah, das wollen wir jetzt. Wo ist sie denn hingerannt? Komm zurück. Aber Dali. Sonst rennt uns die Zeit davon.
Okay, also habe ich es doch richtig im Kopf behalten. So, Tanzszene aufführen, Produkt anpreisen Szene. Tanzszene ist bestimmt das hier. Es kann tanzen. Okay, probieren wir mal riskant. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Und danach machen wir dann riskant Produkt anpreisen. Komm, diesmal wollen wir einen Goldauftritt. Bitte. Vor allem, ist das hier ein Spielzeugwerbespot oder wahrscheinlich? Ah. Dim, 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 dim. Dim, dim. Machen wir das hier mal weg. Dim, dim. Der Tanz. Oh Gott. Aber hat anscheinend wunderbar geklappt. Okay. Gut, danach kommt Produkt anpreisen und dann noch eine Gesangsszene. Dann machen wir auch mal riskant. Gib mir mehr Punkte, wenn das klappt. Und was wollen sie da verkaufen? Kinder-CDs oder sowas? Und denn natürlich die Gesangsszene. Hoffentlich klappt die auch. Ja, die Tanzszene war nice. Hört sich an wie ein Kinderlied. Okay, scheint alles perfekt geklappt zu haben. Wunderbar. Gut, ist der Produzent zufrieden oder nicht? Jo. Er packt zumindest zusammen. Und nu? Gut, das muss ich wohl warten, bis die Zeit hier abgelaufen ist. Und sie will sich wahrscheinlich aus Öhrchen packen. Klick auf diesen Button, um früh... Ah. Stella hat Gold erreicht. Geschafft, alle 10 mit Stella sind im Kasten. Die Crew packt ein und das Material wird zur Bearbeitung versandt. Verdient 507. Verdienter Ruhm. 2 Sterne. Oh, ab nach Hause. Sehr schön. Gut. Danke. Was für ein Arbeitstag. Stella ist wieder zu Hause und hat 507 verdient. Und Stella muss dringend ins Bett. Schlafen. Gut. Und was macht er? Hier stinkig vom Fernseher sitzen. Warum ist er denn stinkig? Koketter. Er ist immer noch eifersüchtig. Meine Jugend, Junge, komm mal wieder runter. Ist ja schlimm. Was passiert eigentlich, wenn ich das Sofa transformiere? Alter, der stampft rum. Junge, ich hab nur geflirtet mit jemand anderem. Mehr nicht. Was? Was? Wie? Was? Wo? Nein, 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 nein! Löschen, löschen, löschen! Verdammt nochmal, mach das Feuer aus! Oh. Ersetzen, na super. Mann, 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 so jetzt nochmal. Was? Was ist das denn? Was ist das? Wo sind die hingegangen? Was stehen die denn draußen? So, Mädel, du gehst erstmal aus Örtchen. Verwenden. Du gehst bitte wieder ins Bett. Und du, mein Freund, machst deinen Schaden hier wieder in Ordnung. Ich will das Sofa wieder haben. Nochmal transformieren, bitte. Mach da ja das Sofa weg. Ja, und die Kleine ziehe ich gleich um. Was hat er hier verbockt mit seinem komischen Strahl? Nein, dich will ich jetzt nicht zu Besuch. Kriegt er dich wieder hin? Nochmal. Und ich frage mich, wie lange der noch eifersüchtig sein will.
Das Ding bleibt so. Och nö. Vielleicht hilft ja kalt duschen, damit er sich mal abregt. Ich sag ja, ich komme nie zu Geld. So. Ich weiß ja nicht mal, was das hier ist. Irgendwie ein Dekoschrank oder keine Ahnung. Ich stell das hier mal an die Seite. Ich muss eine neue Couch kaufen. Was ist das denn? Hospital, zwei Sitzer, warten und hoffen. Warten und hoffen. Step zwei Sitzer. Werkbank Movie Madness. Relax Sofa, okay. Komfort 2, na, das ist ja auch nicht gerade toll, ne? Extra breiter Zweisitzer für draußen. Sofa für weitere Klassen. Gibt's ja nichts Vernünftiges? Extra breiter Zweisitzer für drin, aber das ist ein bisschen zu breit, ne? Sitzgerecht. Königin Morli-Sitz. Okay, das ist ja mal ein geniales Sofa. Etwas groß, das gute Stück. Etwas sehr groß, aber es geht, oder? Es geht. Müsste ich so bauen, ne? Passt nicht gerade in das kleine Wohnzimmer, aber es geht, es geht. So langsam werden wir doch hier mal luxuriös. Was? Herrlich reich. Zufriedenheit für die... Ah, was ist das denn? Gibt's hier extra Punkte? 75.000 verdient haben, naja, ist aber ein bisschen erspartes Besitzen, da ist er noch sehr weit von entfernt. Was ist das denn? Verfügbare Punkte 950. Ach, kann man hier so extra Belohnung kaufen? Blitzputzer räumen viel schneller auf. Meerjungfräulicher Trank. Ist dies, um dich in eine Meerjungfrau zu verwandeln? Was? Sportskanone. Stets willkommen zu sein bedeutet, dass sich Sims in den Häusern anderer wie zu Hause fühlen. Blitzgießer. Nee, Blitzleser. Lesen Bücher schneller. Achso, was es hier nicht alles gibt? Ich wusste gar nicht, dass es so extra Punkte gibt. So, er ist immer noch stinkig. Ja gut, das wird auch noch 8 Stunden dauern. Aber mein Freund, die Kleine, ich weiß nicht, wo die Kleine ist. Du wirst hier mal, ja. Du wirst mal putzen. Ausnahmsweise mal. Ach komm, einmal geht noch transformieren. Ich weiß, ich sollte es vielleicht nachlassen, aber ich kann es nicht nachlassen. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Aber der Hocker ist cool. Okay, aber jetzt sollte es wirklich nachlassen. Das Ding fülle ich einmal wieder auf. Füllen. Und denn, mein Freund, ich weiß zwar nicht, was du für Probleme hast. Guck ein bisschen Fernsehen. Nein, hier wird jetzt nicht transformiert. Aber rumbasteln kannst du am Fernsehen. Vielleicht machst du ihn ja besser. So, und dann möchte ich aber noch einmal ganz kurz den Hocker. Ups. Den Hocker möchte ich gerne hier vorne haben, damit sie mal zusammen am Tisch sitzen können. Und dann mache ich hier einfach eine neue Theke hin. Zack. So. Thema erledigt. Ah, da ist die Kleine. Genau, und ich wollte die Kleine umziehen, ne? Ist das ihre Nachtwäsche? Sie müsste auch gleich mal ins Bett. Die Kleine räumt erstmal auf. Warum auch nicht? Deswegen ist sie ja nicht angespannt. Feuer gelöscht. Ach so. Oh, Diego hat eine Idee für eine Satellitenschüssel aufgeschrieben und damit seinen 7. Durchbruch erzielt. Klicke auf den Notizbuch-Button oben im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Outfit ändern. Outfit planen war das, ne? Mal gucken, was es für Kinder so gibt. Das weiß ich ja gar nicht. Was? Wieso Idioten? Das ist doch kein Idiot. Der ist nur ein bisschen eifersüchtig, weil ich mit einer Frau geflirtet habe. Gut, dann gucken wir mal kurz nach den Klamotten. Das ist also die Alltagskleidung. Okay, die ist nicht gerade hübsch, das stimmt. Aber was gibt es denn für Kinder da Großartiges? Das ist halt... Sowas ist doch keine Alltagskleidung.
das ist halt ein Problem. Warte mal, Kostüme, Sets. Nee, das ist auch nicht so. Kurze Kleider, lange Kleider. Ich meine, ein Kind hat ja in der Regel eigentlich nur ein Kleid an, wenn man irgendwo ausgeht oder sowas. Gucken wir mal nach Oberteilen. Etwas, was ein bisschen jugendlicher aussieht, ein bisschen sportlicher. Was passt denn da so am besten? Gibt es zum Beispiel sowas? Das wäre schon eher was als Oberteil jetzt. Oder sowas, das geht ja auch noch. Nee, das sieht mir zu omahaft aus. Das ist... Irgendwas muss hier doch passen. Das geht doch auch. Ja. Kann man doch eine andere Farbe? Weil es ein Mädchen ist? Das passt doch schon besser. So, und was nehmen wir als Unterteil? Was nehmen wir denn da mal Schönes? Ich meine, noch Röckchen. Nee, das sieht mir so mehr nach Anime-Figur aus. Ja, sowas hier, ne? Ja. Bloß in einer anderen Farbe. So. Ist doch eine, du meinst für die Hose eine hübsche Jeans? Das ist doch eine Jeans, oder nicht? Meine ich, dass es eine ist. Oder das? Aber das ist wohl eher eine Jeans, ne? Gut, dann gucken wir mal. Was gibt's denn da so Schönes? Das geht doch. Aber Hotpants doch nicht beim Kind, Mausi. Also ich würde nie einem Kind erlauben, in Hotpants draußen rumzulaufen. Das sieht so, ich weiß nicht. Okay. Die Schuhe passen noch nicht so ganz. Die passen schon eher, aber nicht in der Farbe. Die müssten schon... Das schon eher. Jo. Also als Alltagskleidung würde ich sagen, geht das hier ganz gut durch. Abendkleidung. Das soll eine Abendkleidung sein? Kombination. Was gibt's denn da so für Kinder? Oh, das würde schon passen, bloß die Brille müsste weg. Aber das geht ja nur darum, wenn sie ausgehen. Das passt nicht zu einem Kind. Meiner Meinung nach passt das nicht zu einem Kind. Wenn doch eher sowas, aber in einer anderen Farbe. So eher, ne? Ja. Würde ich eher sagen, aber die Brille, die muss weg. Die muss definitiv weg. Brille. Brille einmal weg. Zack. Und dann würde ich auch schon fast sagen, wenn man mit dem Kind mal ausgeht, eine neue Frisur. Nee. Denn schon eher sowas hier, ne? Ja. Bloß ein bisschen. So. Das hat schon eher was. Wunderbar. Das wäre die Abendkleidung. Und die Schürchen müsste ich vielleicht noch mehr ändern, ne? Denn er ist sowas, aber in einer anderen Farbe. Und zwar in schwarz. Nee, schwarz passt nicht. Denn er in weiß. Obwohl die Schuhe, die passen irgendwie überhaupt nicht dazu. Sowas eher zum Kind, aber nicht in der Farbe. Denn er sowas. Jo. Geht nicht lieber das Kleid weiß oder schwarz, was? Ihr meint das Kleid hier, das in... Du meinst das Kleid in weiß oder schwarz? So? Das ist blau. Schwarz gibt's gar nicht und weiß auch nicht. Doch, weiß gibt's. Aber da passen die Schuhe nicht mehr. Da passen die Schuhe aber nicht mehr. Dann müssen wir... warte mal. Wir müssen aber auch solche Schuhe dazu oder so. Oder das Blaue, das sah schön aus, sagt ihr. Das? Findest du? Jo gut, da passen aber auch die weißen Schuhe zu. Also gut, dann lassen wir es blau. Oder? Ballerinas? Ich weiß nicht. Ballerinas ist immer so...
weiß nicht, das hat immer sowas von hier Klischeehaftes. Frauenballerina, ich weiß nicht, das ist heutzutage doch schon längst nicht mehr up to date. Denn aber auch eher so dunkel, ne? Ja, gut, lassen wir es jetzt so. Das ist eh nur die Ausgekleidung. Dann lassen wir es jetzt so. Was hätten wir da? Sportbekleidung. Da gibt's ja eh nichts, ne? Was ist das denn? Das sieht ja fast aus wie so ein Razer-Abzeichen. Und das soll Sportbekleidung sein? Also ich bitte dir. Das ist doch keine Sportkleidung. Oh, nee. Ah, warte mal. Dennoch schickt er lieber sowas, bloß in einer anderen Farbe. Ah, sie ist ja ein Mädchen. Dennoch lieber so. Ja. Und dann noch ein Unterteil dazu. Wie sowas in der Art eher. Bloß nicht unbedingt in schwarz. Vielleicht eher so. Ja. So geht das schon eher. Wie, ich gehe heulen. Was ist los, Pikachu? Ja, eine Sportbekleidung lasse ich das. Die Schuhe passen auch. Nachtkleidung. Komm, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ein Handtuch. Das ist echt. Na ja, gut, da doch eher. Ja, bloß nicht in der Farbe. Das ist ja nur fürs Bett. Nee, sie ist doch kein Junge. Ja, das passt doch. So ein Küken drauf oder was es da sein soll. Und dann. Was? Die Farbe passt sogar fast. Ich würde eher so schwarz sagen, ja. Für Nachtklamotten zum Schlafen? Das geht doch. Okay. Ausgekleidung. Also das ist definitiv keine Ausgekleidung. Was ist für Tanzen gehen oder sowas, ne? Denn er sowas, so ein bisschen sommermäßig oder so. Aber ich finde, das hat auch was. Nicht unbedingt mit dem Rosa hier oben, aber. Warte mal, was gibt's denn da sonst noch für Farben? Nee. Meh. Nee. Ich glaube, ich lasse es so. Weil es Ausgekleidung geht das doch, oder? Klar, keine Blümels? Wieso bin ich wahnsinnig? Ich finde, das geht so. Bloß die Schuhe sind ein bisschen. Naja. Oh ne, das sieht aus, als geht sie gleich auf den nächsten Strich. Denn lieber Turnschuhe, ja. Turnschuhe passen zum Kind besser. Gut, die Farbe passt auch. Badekleidung. Weiß nicht, wer solche Vorstellungen hat. Nee, normaler Badeanzug, oder? Jo, bloß eine andere Farbe, würde ich sagen. Warte mal. Nee. Meh? Da gibt's hier nichts Anständiges? Doch, das sieht so ein bisschen aus wie Adidas. Das passt doch. Ja. Wieso werden zu einem Kleid keine Turnschuhe angezogen, Kami? Das habe ich schon so oft gesehen, das ist modern heutzutage. Es ist heutzutage ja auch modern, zu einem Anzug Turnschuhe zu tragen. Das ist nicht mehr wie früher. Wie I. Wegen dem Badeanzug? Was soll ich denn für eine Farbe nehmen? Das sieht doch auch noch, obwohl das geht auch hier. Kann man da noch verschiedene Farben einstellen oder so? Nee, ne? Nö. Beim Kleid geht das auch, Kami. So, und das ist hier heißes Wetter. Okay, was nehmen wir denn da? Also das habe ich schon gesehen mit dem Kleid. Sieht man öfters. Heißes Wetter kriegt sie das an. Ist so ein bisschen sommermäßig, aber... Ja, naja... Nein?
Da kommt nur Ballerinas oder hochhackige Schuhe in Frage. Hochhackige Schuhe beim Kind tragen? Das ist ein Kind, ein Schulkind. Man kann doch einem Schulkind keine hochhackigen Schuhe geben. Ah, die Farben sind aber auch grauenhaft hier. Denn er ist sowas, ne? Bin ich da jetzt die Einzige, die dort... Ne, ich guck gleich nochmal wegen den Schuhen. Aber das wäre jetzt okay für heißes Wetter, hm? Ja. Ein kaltes Wetter... da muss ich mal gucken. Der Pulli ist ja ganz okay. Weil die Jacke finde ich schrecklich. Und die ist noch schrecklicher. Aber dann machen wir den Pulli nochmal in einer anderen Farbe. Geh mit weißem Pulli gut. Hose. Ja. Hose kann so bleiben. Andere Schuhe. Stiefel sind ja okay. Aber doch nicht unbedingt diese Stiefel. Gibt es da noch andere Farben? Sind das Gummistiefel? Denn doch lieber sowas, wa? Oder sowas? Sowas wäre, glaube ich, besser. Und die denn... So. Das sieht doch ganz gut aus für Winterklamotten. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass es Gummistiefel sind. Danke. Das habe ich wirklich zu spät gesehen. Aber ich glaube, das geht. So, jetzt gucke ich nochmal. Das Kleid, das war wo? Hier, ne? Ja. Ihr meint zum Kleid also eher... Sowas? Oder sowas? Aber doch nicht in Rot, oder? Ups. Naja. In Rot eher weniger. Warte mal. Denn wo, schwarz? Sowas meint ihr? Okay. Lassen wir es so. Warum auch nicht? Gut. Dann sind wir ja fertig hier. Ihr seid ganz schön pingelig, was Sims betrifft. Dim, dim, didim, 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 didim,